Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fertig. Wir spielen heute wieder eine Runde Assassin's Creed Valhalla und wir machen am besten direkt eine Schnellreise. Ich habe schon wieder vergessen, wie man dieses Spiel spielt, mehr oder weniger. Ich habe so lange nicht gespielt, ne? Eieieiei. So, wenn wir hier eine Schnellreise hinmachen, dann können wir von da ein bisschen runterfahren. Dann sind wir relativ schnell zu Gange. Ich hatte ja ein bisschen vorproduziert, Freunde. Jetzt gerade haben wir Montag, wo ich das hier aufnehme, den Montag vor dem Mittwoch, wo das Video hier kommt. Ausnahmsweise auch mal. Wohin muss ich runter? Ich bin in die richtige Richtung unterwegs. Setz mir mal hier einen Marker. Ab da kann man eigentlich schon querfett einreiten oder so bestimmt. Auf den Schwanenweg. Bin ich wirklich in die richtige Richtung unterwegs? Natürlich nicht. Dann einmal drehen, bitte. Ich muss da lang. Mehr Segel! Mehr Segel. Let's go. Ah, ja, ja, ja. Ich habe lange nicht gespielt. Ich kenne die Steuerung schon gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Weil ich so lange nicht gespielt habe. Hat sich einfach nicht ergeben, dass ich zugange war wieder. Und jetzt bin ich aber zugange und dachte mir, okay. Gehen wir mal wieder Vollgas. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht an euch. Beziehungsweise eher so allgemeine Fragen. Und zwar frage ich mich momentan, wie ich das mit dem Streamplan machen soll. Ich habe jetzt die letzten Tage eher nicht gestreamt, weil ich eine Mittelohrentzündung hatte. Und teilweise auch Internetprobleme und was weiß ich, was ich alles für Probleme diese Woche hatte. Also letzte Woche. Heute wird wieder gestreamt bei mir. Ich werde einen streamfreien Tag machen. Das ist auf jeden Fall der Dienstag. Der bleibt auch erstmal Dienstag. Ich hatte ja erst Donnerstag im Visier. Allerdings läuft die einzige Fernsehsendung, die ich im Fernsehen, beziehungsweise ich gucke sie nicht im Fernsehen, sondern über Dings. Wie heißt das Ding? Über Internet, über einen Livestream. Die einzige Fernsehsendung, die ich da so wirklich gucke, läuft immer dienstags momentan. Und donnerstags ist halt nix abends. Also wirklich nix, was mich interessiert irgendwie. Nächstes Jahr Europa League, wenn Dortmund so weiterspielt. Aber sonst einfach nichts. Dementsprechend habe ich mir überlegt, okay, streame ich vielleicht 2 Tage die Woche early. Irgendwie so Montag, Mittwoch, Sonntag allgemein ein bisschen länger. Samstag eventuell, da muss ich gucken, wie ich das Samstag-Streams mache. Am Montag, Mittwoch eher so, keine Ahnung, morgens um 10 oder so. Irgendwie sowas. Das ist das ganze Land hier so eklig verfallen oder was? Und dann halt Donnerstag, wobei Montags kann ich nicht early streamen. Montags muss ich abends streamen. Hat auch ganz einfach Begründung. Fällt mir gerade ein, wo wir drüber reden. Die werden sofort angreifen. Das liegt einfach daran, dass montags ja unsere Dingsrunde ist. Hilf mir. Sei unsere Community-Runde um 19 Uhr. Das unschön. Also vielleicht könnte ich da 2 Streams rein theoretisch machen, aber praktisch. Oh, 2 Streams. Anscheinend hat Alderman Birstan diese Ruine zu seinem Langhaus gemacht. Verdammter Birstan! Sein Haushalt hat genauso schlecht geführt wie sein Land. Estrid ist eine gute Frau. Wie komme ich da hoch? Natürlich sagst du das, Edred. Hier. Let's go. Und ja, ich bin momentan am überlegen, wie ich das mache mit Streamplan. Falls ihr Ideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann gucken wir mal. Du, nur ein Schrei von mir und die Wache kommt. Nimm die Waffe runter, Herrin. Ich bin Eivor vom Rabenclan und auf Geheiß deines Mannes hier. Noch eine Dänin. Mhm. Mehr Dänen. Ich bin Estrid, die Frau des Lords von East Sexe. Wie du vielleicht gehört hast, ist mein Mann nicht zu Hause.
Ich bin es leid, Sachsen zusammenzutrommeln. Ist dein Mann gefangen, betrunken oder auf Abwägen? Er jagt im Wald nach Wild und ignoriert die wichtigen Angelegenheiten von East Sexe. Deswegen ließen wir dich rufen. Wenn ich ihn finde, erinnere ich ihn an seine Pflichten. Mhm. Das wäre ein Wunder. Sein Lieblingsjagdrevier liegt südwestlich von hier. Die Lavendelfelder ziehen seine Beute an, so Gott ihm helfe. Mit etwas Glück wurde er noch nicht gefressen. Doch ich kehre zurück. Okay, okay. Südwestlich. Idealerweise haben wir sogar Marker. Ein Reigen gebrochener Herzen. Meins ist auch gebrochen, Freunde. Gestern war Valentinstag bei mir. Einfach vorbei. Nein, alles gut. Aber ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr euren Valentinstag verbracht habt. Ich habe nichts gemacht eigentlich. Also wirklich gar nichts. Den ganzen Tag. Und davon verdammt viel. Doch, ich habe Dings. Wie heißt es? Ich komme gerade nicht drauf. Gegessen, natürlich. Und was gekocht auch. Gestern gab es Schnitzel mit Bratkartoffeln. Hatte ich so in der Kombination auch noch nie. Aber meine Schwester wollte unbedingt Bratkartoffeln. Und meinte dann, das kann man auch mit Schnitzel machen. Und ja. Dann habe ich jetzt Schnitzel mit Bratkartoffeln gemacht. War okay. Aber sonst einfach gar nichts gemacht. Single like a Pringle, Freunde. So, laufen wir hier kurz hin. Zu Bierstans Lager. Wir sind hier auf jeden Fall nicht so super herzlich willkommen in dem Ding. Deswegen gehe ich hier auch schnell raus. Problem ist immer in den Teilen, da das Reittier läuft da so langsam, dass ich lieber selber laufe. Und ja. Da muss man dann nicht immer irgendwelche Leute abwarten. Irgendwelche Sachen abwarten. Ist das hier vorne schon einfach? Die Jagd ist ein guter Zeitvertreib. Ich hoffe nur, der Aldermann wurde nicht selbst zur Beute. So ein blutiges Lager verheißt nichts Gutes. Ja, das ist meistens nicht so geil. Sie wurden beim Abendessen überrascht. Da oben liegen Leichen. Nimm mal ein paar Pfeile mit. What the fuck? Sie wurden von einer Bestie angegriffen. Stark genug, um ein Pferd zu reißen. Hier sind die Spuren eines großen Raubtieres im Gras. Hm. Überblicke das Land, Freundin. Na, hier habe ich noch was übersehen. Die Überreste der Jagdgesellschaft. Der hier wurde von einem großen Tier angefallen. Die Jäger fielen ein oder zwei großen Bestien zum Opfer. Ich kann nur hoffen, dass Birstan noch lebt. Suche nach Birstan, ja. Easy, ohne irgendeinen Anhaltspunkt. Sie für mich sühnen. Hier hinten. Tja. Haben wir doch einen Anhaltspunkt. Passt doch soweit. Birstan! Zieh deine Waffe! Oder akzeptiere dein Schicksal als Bärenfutter. Ha! Wir kämpfen bis zum Tod, edles Biest. Lass dich nicht anfallen. Ergib dich! Ha! Du verstehst zu kämpfen. Meine Frau.
Ohne dich hätte ich diesen Angriff nicht überlebt. Easy peasy. War kein Problem für mich. Mein Dank ist dir gewiss, dass du mich im Moment der größten Gefahr findest. Vielleicht hat Gott dich geschickt. Oder deine Frau. Deine Frau und die Tane von Eastsexe würden deine Eier gern auf einem Amboss sehen. Wann würden sie das nicht? Du könntest zurückkehren und sagen, dass mich ein wildes Tier erwischt hat. Der arme Birstan fand sein Ende durch einen Bären. Und das Tier in deiner Stadt zum Herrn von Eastsexe ernennen? Zweifellos würde meine Estrid seine samtigen Pfoten meinen schwielen Händen vorziehen. Also, wer bist du? Eine Mietklinge? Ja, fast. Ich bin Nordwegerin und nicht käuflich. Faszinierend. Wir Sachsen hören immer nur, dass ihr Dänen und Normannen wilde Barbaren wärt. Mit Zähnen und Klauen und völlig geistlos. Mhm. Doch halt! Bist du die Normannen, die ich rufen ließ? Ich bin Eivor vom Rabenclan. Du hast ein Bündnis angedeutet, im Austausch gegen meine einzigartigen Talente. Himmel, ja. Lass uns umgehend nach Colancaster zurückkehren. Dann sprechen wir über diese äußerst delikate Angelegenheit. Delikat, delikat. Ich bin froh, dass du mich erhört hast. Ich hätte keine so geschickte Kriegerin erwartet. Du hast Glück, dass ich rechtzeitig kam. Diese Jagd hat dich viele Männer gekostet. Allesamt gute Männer. Sie erhalten ordentliche Verhältnisse und ihre Familien werden versorgt werden. Deine Leute haben viel für deinen Zeitvertreib geopfert. Oh ja, es gibt keinen Balsam für mein gequältes Herz. Oh ja, so wieso gequält. Wieso hast du mich rufen lassen? Glaubst du an die wahre Liebe, Eivor? Ich habe geliebt. Doch war es die wahre Liebe? Hat die Sehnsucht in deiner Brust gebrannt? Ein süßer, anhaltender Schmerz, dessen Stich dich lähmt? Es gibt genug Schmerz in der Schlacht. Ich suche ihn nicht auch noch in der Liebe. Ich verzehre mich danach. Nach einem sanft errungenen Sieg. Meiner Estrid fehlt das Feuer. Sie ist wie ein Fisch auf dem Trockenen. Kalt und tot. Kalt und tot. Tag war sie voller Leidenschaft und hielt deine Tane in Schach. Oh, sie lieben sie. Das ist wohl wahr. Einige sogar zu sehr. Und ich war kein guter und aufmerksamer Ehemann. Ja, würde ich auch nicht sagen. Ich war immer schon ein Trampel in Liebesdingen. Und ein miserabler Herrscher obendrein. Die Hand, die das Schiff steuert, muss stark sein, Birstan. Meine Hand spannt lieber die Seele. Wenn ich gesehen werde, gibt es Ärger. Während meine Augen auf die Beute gerichtet sind. Ja, eine Krone wiegt schwer auf dem Kopf. Lass uns lieber wild und frei durch den Wald streifen, wie die Wölfe. Uns durchschlagen, jagen und pirschen. Ja, gar kein Bock, Tarn zu sein, kann das sein? Du hast eine romantische Ader, Birstan. Sei unbesorgt. Meine Wache wird dich nicht belästigen, wenn du bei mir bist. Du schätzt mich falsch ein, wenn du glaubst, ich sorge mich. Hast du deine Stadt auf den Ruinen einer anderen erbaut? Nein, die Baumeister sind längst Geschichte. Sie waren dem sächsischen Lehmfachwerk weit überlegen. Ich habe Pläne, selbst einen großen Palast zu errichten. Mit Mosaiken und lauschigen Höfen. Was hält dich ab? Mhm. Das, was bis auf die kreativsten Köpfe alle abhält. Geld, Vorstellungskraft, Talent. Und dein Volk? Ist das Volk von Eastsexe glücklich? Über diese Frage habe ich nie wirklich nachgedacht. Ich schätze, sie sind es. Ich hoffe es. Alfred glaubt, ich regiere wie eine jungfräuliche Henne. Ein bisschen, ja. Und gackere wegen nichts als dem Abendessen des Bauern. Mischt er sich ein? Nein. Er missbilligt mich nur. Ist das nicht tausendmal schlimmer? Doch sieh, wir nähern uns meinen Hallen. Ich muss mich den Wölfen vor meiner Tür stellen, bevor wir über deine Gefälligkeit für Eastsexe sprechen, Eivor. Vielleicht kann ich die Sache ja beschleunigen. Wölfe vor der Tür. Wirst du mir helfen, die Speere ihres Missmuts abzuwehren? Klar. Lass sie ihr Leid klagen. Gar kein Problem. Ich berate dich, wenn ich kann. Ich nehme die auseinander. Birstan, wer ist die Eule, die dir ins Ohr zwitschert? Eine Beraterin, mehr nicht. Sie haben wir den nicht schon mal gesehen, den Typen? Den heranziehenden Sturm zu steuern. Den da? Nun, meine lieben Brüder, Edred, vielleicht machst du den Anfang. Was bedrückt dich? Du bist eine Schande, Birstan. Du könntest im Brauhaus kein Schwein abfüllen. Elfreds Männer streunen durch ganz Eastsexe. König Elfred, ja. Auch wenn es sein gutes Recht ist, ist die ständige Anwesenheit seiner Männer zweifellos ein Problem. Mhm. Seid ihr Männer oder Memmen?
mischt sich Alfred in eure Belange ein, dann schickt seine Männer in Leichentüchern heim. Wir sollen sein Herrschaftsrecht anfechten? War Est-Sexe nicht einst ein eigenständiges Königreich? Wir sollten kämpfen. Ja, kämpfen. Und du, Wiekert, was hast du zu sagen? Deine Vorbereitung für das Luchnarschad. Wie kannst du so viel Geld ausgeben, wenn dein Volk hungert? Dann sollte er in die eigene Tasche greifen, um etwas zum Fest beizusteuern. Ja, du sorgst dich um die Kosten für dieses Fest, mit dem wir Gott für unsere hervorragende Ernte danken? Dann übernimm selbst einen Teil der Kosten. Und Edelric, folgst du Edreds Beispiel und kläffst wie eine Hündin? Du weißt, was ich denke, Birstan. Die führt. Wie können wir Elfred Männer für seine Kriege geben, wenn unsere Ernte darunter leidet? Verteidigen sie nicht auch dein Land? Ihr braucht alle Männer, die ihr aufbringen könnt für die kommenden Kriege. Aufgebrachte Dänen sind eine Gefahr. Wir müssen gegen alle kämpfen, die sich nicht mit uns verbünden, sonst verlieren wir unser Land. Nun, ich entscheide gerade Dinge, ne? Fragen beantwortet? Du bist ein Schandfleck für diesen Schierbürstern. Ein Taugenichts. Ein Taugenichts. Wie wahr? Doch, seid die sind nicht zufrieden. Hinfort. Ich habe keine Zeit für euer Gefasel. Okay, die drei werden Probleme machen. Sicherlich. Das hat ihr Gebrabbel beruhigt. Gut gemacht, Eivor. Die ausgleichende Kraft in Person. Eine feste Hand ist alles, was du brauchst, Birstan. Oh, bei lauf der Jagd du. Oder am Steuerrad. Bei all dem Gerede über die Jagd sehne ich mich nach den Wäldern. Deine Gattin wartet, Birstan. Bist du nicht besorgt, dass ein anderer Mann deine Laken vollschwitzen könnte? Ha, sie tut, was sie tun muss. Wie ich. Doch das wirst du noch früh genug selbst feststellen. Du hast das Unmögliche erreicht, Danny. Du hast meinen verirrten Ganter in den Stall zurückgebracht. Ja, muss man erstmal schaffen. Deren Wolken die Sonne über meiner Rückkehr verdunkeln. Deine Tane haben das Ale getrunken, das der Abt uns geschenkt hat. Und zwar alles. Nun, das ist eine Tragödie, die mein armes Herz nur schwer verwinden wird. Wenn er mir dieselbe Zuneigung entgegenbrächte wie der Jagd auf Wild, hätte unsere Ehe vielleicht überlebt. Ich sehe, eure Liebe ist sauer geworden. War sie jemals süßer? Der Unterschied zwischen Liebe und Hass ist so gering, es ist schwer zu sagen, woher die Bitterkeit stammt. Was also wollt ihr von mir? Es ist eher eine Herzens- als eine Staatsangelegenheit, Eivor. Das bisschen Leidenschaft, das zwischen uns bestand, ist längst durch dauernden Streit verblasst. Wir wünschen uns Freiheit, Eivor. Ich von meiner Gattin und meine Gattin von Est-Sexe. Okay. Ich bin eine zu grobschlächtige Waffe für diesen Auftrag. Warum geht ihr nicht einfach eurer Wege? Oh, wäre ich nur eine Dänin, wo Scheiden so leicht ist, wie Kehlen aufzuschlitzen. Aber so einfach ist das nicht. Erlaubt euer Gott Männern und Frauen nicht, sich zu trennen? Unser Gott, unser König, so vieles steht einer glücklichen Trennung im Weg. Unsere ich nicht, Hochzeit also. Wurde arrangiert. Sie ist politisch und darf nicht zerbrechen. Sagt, was ihr wollt, klar und deutlich. Und ich tue es. Dieses Gerede ist ja nicht auszuhalten. Wir hatten einen einfachen Plan. Eine Frau geht verloren, die andere wird gefunden. Vor einiger Zeit bezahlten wir einen Dänen, damit er mich entführt und ins Frankenland bringt. Wie du siehst, hat er sein Versprechen nicht gehalten. In anderer Hinsicht war er sehr viel gründlicher. Manch Nordmann okay. Nimmt Geld schnell an und verdient es sich nur langsam. Wenn ich mein Wort gebe, halte ich es auch. Könnten wir die Entführung erneut versuchen? Der Plan ist fertig. Wir brauchen nur eine zuverlässigere Person, die ihn durchführt. Es muss ein großes Spektakel werden. Laut und ungestüm. Mit vielen Zeugen. Während des Luchnarsad? Mit ausgelassenen Bauern und abgelenkten Wachen? Eventuell, ja. Für deine Überfahrt brauchst du ein schnelles Schiff und einen Schiffsführer, der Englerland den Rücken kehren will. Wir könnten ihn fragen. Ich dachte, er reitet lieber andere Dinge als Wellen. Wir treffen uns auf dem Markt, Eivor. Was reitet ihr denn an Stadtwellen, ne? Um die Gemüter unserer Gäste zu beruhigen. Meine Gattin ist eine gütige und aufmerksame Gastgeberin. Das Einzige, was meine keifenden Tane im Zaum hält. Und die gefundene Frau? Eine schöne Maiknospe. Alfida, meine Jugendliebe. Ich verließ sie vor 20 Jahren in Meldun, um diese stachelige Rose zu heiraten. 20 Jahre?
Kann ein so alter Funke neu entflammt werden? We will see. Du musst die Glut anfachen. Finde sie, bringe sie zu meinem Anwesen am See und entzünde ein Feuer. Dann werde ich kommen. Ich glaube, sie lebte im letzten Haus in Meldon. Ein kleines Heim, in dem zärtliche Erinnerungen entstanden. Oh Gott, ich werde tun, was ihr verlangt, und Freya um Erfolg für dieses Liebesspiel bitten. Viel Glück bei diesem Unterfangen, Eivor. Ich bete, dass du meine Alfida so hübsch und sehnsüchtig vorfindest, wie sie einst war. Also, das ist eine alte Schockdracke jetzt. Garantiert. Oder mich mit Estrid auf dem Marktplatz treffen. Freunde, das machen wir aber in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, haut rein.